Moin, herzlich willkommen bei kaltkombüse.de und ich nehme euch heute mal mit in unserem Kombüsendampfer. Denn was ist eigentlich Kaltkombüse und wo kommt das her? Es kommt nämlich genau von hier, von unserer Kombüse. Und ich nehme euch mit zu den Demotagen Dänemark, auf jeden Fall auch auf die Insel Fehmarn. Ihr kommt auf jeden Fall mit zum Reisevlog, der aber erst nächsten Monat startet. Da fahren wir weit, weit in den Süden. Und wir haben, ja, wir gehen hier mal ein bisschen rum. Und zwar haben wir hier unsere schöne Schlafkoje. Da werden die beiden auch ein bisschen pennen hier. Zwar Alex und Marco kommen mit. Ah ja, genau. Wunderschön, das neue Trapez. Ja, was haben wir noch? Wir haben hier noch ein bisschen, natürlich, wie sich das gehört, braucht man ja auch ein bisschen Badezimmer. Und alles da, ne? So, was haben wir noch? Hier unser Essensschrank. Ja, bisschen Chor, hier den neuen Nexus. Ah. Werden wir noch schön ein bisschen testen, das ganze Zeug. Wir haben den in verschiedenen Größen, nämlich 12 und 9 und hier unten ist auch noch 17, glaube ich. Genau, da haben wir noch einen 17er. Dann haben wir hier noch ganz, ganz viel Slingshot, Rally, APM, Turbine, alles mögliche hier bei uns im Essensschrank. Die Klamotten kommen da auch noch rein. Genau. Hier ist unsere Kombüse, also noch ein bisschen wüst, ne? Ein bisschen aufräumen hier so. Dieser Grill ist kein Zuhause und mein Herz sieht anders aus. Und hier gibt's schöne neue Videos aus unserer schönen Kombüse. Und in diesem Sinne, bis später. 6,5 Stunden später. Jo, es ist aber immer so schwierig bei der Fahrt. Ich habe ja nur zwei Hände. Kamera und Lenker. 12 Sekunden später. Nur am Saufen hier. Gar nicht so einfach, sich auf 8 Sachen auf einmal zu konzentrieren. Na moin erstmal. Hast du einen Halter? Ich hab einen Halter, okay. Danke, Prost. Wir haben uns mal das kalte Bier genommen, ne? Das kalte. Das sollte kühl sein. Kalt weiß ich nicht, also. So viel später, dass es dem alten Erzähler zu blöd wurde und man einen neuen anstellen musste. Ja, guten Tag, da sind wir wieder. Wunderschön, wunderschön ein weggekaltet. Wir haben ein bisschen Leichtwind, wir sind jetzt oben Dänemark Kloster. Haben hier übernachtet und gefrühstückt und es ist immer noch ein traumhaftes Wetter. Und haben schön den LW17 Nexus ausprobiert. Da werden wir jetzt mal eben hingehen, ne? Na? Na? Wie ist? Ja, gut. Und? Ja. Schön. Und sonst? Auch. Okay. Wie fandst? Ganz gut. Perfekt. Und du? Ich war auch. Schön. Für den ersten Tag. Ist nett, oder? Marco hat das ganz gut zusammengefasst. Heute Abend. Der Tenet des Tages soll erfüllt. Was hat er da denn versprochen gerade? Ja, in diesem Sinne war das der erste Tag. In dieser, wo ist denn die Sonne eigentlich? Ach, ist das schön. Ja, das war der erste Reisetag und ich bin begeistert und bin gespannt, was doch so geht. Also, in diesem Sinne, bleibt euch treu.